Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder die ganzheitlich mobile Reitschule Anja Ruhröde und ich wollte euch heute Morgen bei diesem schönen sonnigen Spätsommerwetter einmal Davina und Heaven zeigen, die jetzt ganz ruhig da fressen, obwohl die Mama Maya hier bei mir angebunden steht. Wir schwenken gerade mal darüber, die auch ganz ruhig und relaxed ist, weil heute wollen wir unseren ersten Ausritt gemeinsam starten, ohne dass Heaven mitkommt. Wir sind schon einmal hier vom Hof spazieren gegangen, das ging wunderbar. Und Heaven hat sich dann so lange Davina anvertraut und hat auch Vertrauen zu uns, dass wir auch wiederkommen und sie nicht verlassen. So, hallo, wie ihr seht, jetzt habe ich nochmal die beiden im Bild und schwenkt nochmal jetzt zu uns und Maya rüber. Maya mit ihrem schönen Auge. Und wir gehen jetzt einfach los und Heaven sagt uns noch Tschüss und wiehert, aber frisst ganz ruhig weiter. Und dann werden wir mal starten. Ich will mal eine kleine Runde drehen, damit sich Heaven daran gewöhnt und Maya wieder ein bisschen Freude hat, dass sie auch mal nicht immer nur zu Hause sein muss, sondern auch mal ein bisschen durch die Landschaft streifen kann. Sind wir wieder unterwegs in dem schönen Kirchtümke. Und Maya freut sich jetzt, dass sie vom Hof geritten hat. Gar keine Probleme damit, ihr Fohlen zurückzulassen. Ja, angegebenen Zügel locker flockig. Ich kann das auch noch mal sehen. Ich habe die Zügel nur eine Hand, weil ich ja irgendwie filme. Ich habe jetzt nicht die Handkamera benutzt. Wir direkt auf den Apfelgarten zu und Birnen gibt es hier in Kirchtümke. Maya ist immer noch ganz cool und freut sich, obwohl wir hier nicht so oft lang reiten, aber sie guckt sich alles an und ist ganz gechillt. Hier rechts in Hand wohnt mein alter Schulfreund und auch der Bademeister aus Kirchtümke. Parkplatz auch nicht schlecht. Ups, nee, warte mal. Maya, eine Runde noch. So, dann haben wir hier die Pferdeweide. Die stehen auch noch drin und schützen sich vor der Sonne. Man sieht sie, glaube ich, kaum. Dann musste ich doch Maya, deswegen war kurz die Kamera weg, einmal den Weg weisen, weil sie überlegt hat, als ich nach der Kamera griff, ob wir nicht doch da wieder schon zurück wollen. Aber sie ließ sich mit einem leichten mit einer leichten Hilfengebung sagen, dass wir doch noch ein bisschen weitergehen. Ja, schön, hier ist auch noch, kommen wir jetzt gleich auf das ungeflüchte Feld zu. Vielleicht haben wir Glück, dass der Rest noch nicht geflüchtet ist. Dann können wir da nochmal eben rüberreiten. Schön. Das Leben hat so viel zu bieten, man muss nur so ein bisschen hingucken. Einfach traumhaft. So, ich halte jetzt die Kamera und galoppiere hier mit dem Herrn Maya. Wir galoppieren hier einhändig rüber. Traumhaft. Leider verwackelt es wieder etwas.
Aber ihr wisst ja, wenn man alles selber macht, geht es eben nicht anders. Aber ich will euch einfach nur diese Eindrücke wiedergeben, wie viel Spaß und wie toll das einfach ist, mit seinem Pferd so viel Vertrauen sich erarbeitet zu haben, dass das alles möglich ist. So, das Feld ist gleich zu Ende. Sie schnaubt auch ab, wie ihr hört. Sie ist ganz zufrieden. Ganz locker. Und dann parieren wir schon wieder im Trab durch. Jetzt die alte Hofstelle von Ottens von hinten wieder zurück. Schade, ihr konntet eben den Jagdhund nicht sehen. Der lag eben noch auf der Wiese. Dieser Hund, der kennt uns schon. Der ist immer ganz ruhig, wenn wir kommen. Noch ein paar Geräte. Wir haben die kleine Runde beendet und sind gleich wieder zu Hause. Und noch der kleine Schotterweg hier. Und gleich nochmal über die Hecke gucken. Da ist die Hundehütte. Und da läuft der Hund. Da läuft er mal an der Gartenleine. Maja ist gut. Brrr, ganz ruhig. Der tut nichts. Alles gut. Große Mann. Sie hat es doch jetzt etwas in Nervosität verfrachtet. Ich habe sie über Stimme einfach ein klein bisschen beruhigt und habe ihre Angst nicht mit aufgenommen oder Unsicherheit dem Hund gegenüber. Eigentlich kennt sie ihn, aber sie war jetzt ja nun auch lange außer Gefecht durch ihre Trächtigkeit und Mutter sein und Säugen. Aber das Fohlen möchte bestimmt gleich auch wieder was, einen Schluck nehmen bei der Hitze. Deshalb freut sie sich bestimmt auch, wenn wir jetzt gleich wieder da sind. Wollen wir mal gucken, ob die, wie die Begrüßung ausfällt. Was sie sagt, wenn man uns jetzt sieht hier, die kleine Heaven, nichts, völlig im Fressen vertieft. Heaven, Davina, hallo. Ja, siehst du, kriegt man doch eine Antwort. Ja, kriegt man doch eine Antwort. Auch von Mama, ne? Siehst du, genau. Alles ist gut hier. Prima. So, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Eindruck bekommen davon, mit welcher Ruhe und Gelassenheit wir arbeiten. Und das hier, jetzt fängt sie ein bisschen an zu laufen und kann es nicht mehr abwarten, bis wir wiederkommen. Okay, ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal.